Hello, ladies and gentlemen, und willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac Repentance. Machen wir? Nein, machen wir nicht. Ich habe überlegt, ob wir einen Run, eine Challenge machen, aber nö. Wir machen einen Run in Bethany. Ja, warum nicht? Curse of the Blind. Prima. Aber wisst ihr was? Das ist mir recht egal. Und wisst ihr auch warum? Weil wir den ersten... Zwei Trinkets im ersten Raum, okay. Weil wir nämlich den ersten Item Room da einfach liegen lassen. Ja. Wir versuchen wieder, ein Planetarium-Item zu erhalten. Genau. Deswegen... Scheißegal. Gib mir halt einen Curse of the Blind. Mir wurscht. Das ist mir nicht so wurscht. Aber wisst ihr was? Das ist ja Spectral. Ganz vergessen. Ich will die gar nicht alle cleanen hier. Ah, schnell, schnell, schnell. Da oben ist etwas für eine lieben Sache. Ach, ich hätte es da woanders hinlegen sollen. Naja. Vergessen. Na gut. Was wollte ich sagen? Gut, wir werden versuchen, nach unten zu gehen. Darkroom. Werden wir noch etwas anderes versuchen? Ja, ich warte halt noch drauf, dass wir ein besonderes Trinket droppen. Damit wir etwas machen können. Und dann wird es auch wieder die so geliebten und von keinem gehassten Greedruns geben. Ja. Wäre gut, wenn ich mich hier nicht von allem erwischen lassen könnte, denn... Genau, ich bräuchte meine Wisps. Wäre hilfreich, ne? Dieser Petrified Poop ist übrigens ziemlich cool, gerade am Anfang. Wir haben es nicht eilig, ich muss jetzt nicht zwingend den Boss Rush heute machen. Denn was man nicht vergessen darf, ja, wir hätten ihn dann hinter uns und wir würden auch neue Items freischalten, aber... Isaac lebt halt auch von seiner Langlebigkeit, ne? Theoretisch kann Isaac ein absolutes Unendlich-Projekt werden. Würde es nicht, aber könnte. Ja, kannst du bitte etwas anderes tun? Das ist nicht gerade besonders toll. Na komm. Danke. Mal sehen, was das ist. Squeezy. Alright. Gut. Bitte jetzt kein Curse of the Blind. Du bist zu gütig. So, jetzt sollten wir natürlich wieder aufpassen. Mehr denn je, dass wir hier kein Red Heart Damage nehmen. Übrigens, ich glaube, Bethany kann aber... wie heißt's? Nicht Soul Hearts, sondern Bone Hearts kriegen. Was hier auch vor Red Heart Damage protected. Wir haben zwei Schlüssel, das ist gut für den Shop und für den Item Room. Denn wir haben auch gut Geld. Ach, spring doch nicht über alles, Dude. Boop. Und selbst wenn wir Damage kriegen, dann ist es halt so, ne? Gibt ja keinen Grund, sich zu ärgern. Und wer würde sich schon bei The Binding of Isaac ärgern? Das Spiel ist doch gar nicht darauf ausgelegt, dass man sich ärgert. Du hast deinen eigenen Bro gekillt. Na gut, von mir aus. Bevor wir da... Obwohl, weißt du, wir gehen da erstmal rein. Okay, ich bin ehrlich, der wäre machbar, wenn er nicht Bomben sofort unter mir spawnt. Krass. Könntest du das lassen? Na komm. Stirb einfach schnell. Du ersparst uns beiden eine Menge Arbeit. Und mir gibst du dadurch einen Angel Deal. Nämlich diesen. Halo, bin zufrieden. Ich habe es auch nicht in die Luft gejagt, denn gibt keinen Grund, ich möchte nach unten. Ja, ich weiß, auch unten hätten wir Mega-Satan machen können, aber mir ist heute irgendwie nicht danach. Ich möchte einen schnellen Run. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, sollten wir irgendwelche Items kriegen. Wo ich mir dann denke, shit, hättest du jetzt mal weitergemacht, aber naja.
Let's have a look. Es könnte sein, das werden wir gleich checken, dass links davon ein Shop oder Item Room ist. Dann könnten, ja, seht ihr? Die übrigens schlimmsten Gegner im Keller, wie ich finde. So. Jetzt können wir uns nämlich überlegen, wollen wir einen Schlüssel ausgeben oder lieber eine Bombe? Das hilft mir nicht. Mathematisch gesehen ist es klüger, jetzt eine Bombe auszugeben. He said. Isaac bombs no longer explode automatically using... Ja, nee. Ja, ist... Okay. Ist jetzt nicht gut, ne? Nehmen wir die mit. Ja. Ja, kann man machen. Muss man nicht. Bin ich ganz ehrlich, muss man nicht. Kann man. Yes, we can. Da oben ist noch ein Super-Secret-Room. Ja, wenn ich sage Ultra-Secret, auch den gibt es. Ach ja, richtig. Vergessen. Hoffen wir mal, dass wir noch ein paar Poops finden. Denn das ist eigentlich eine echt schöne Ausbeute, die wir da jedes Mal bekommen. Curse of the Blind, lange nicht mehr gehabt. Wisst ihr, selbst wenn ich jetzt hier ein Item finden sollte und es wäre Curse of the Tower gewesen, wäre es mir egal. Denn ich traue mir das trotzdem zu, jedenfalls The Lamp zu besiegen, auch mit Curse of the Tower. Trotzdem ist es mir lieber, wenn ich ihn nicht habe. Aber zweimal Curse of the Blind ist halt super unlucky, ne? Chance auf den Curse ist 33%, was eh schon hoch ist. Und dann noch den Curse of the Blind zu bekommen, ist halt nicht so toll. Pyro, 99 Bombs. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Uff, ich dachte, ich werde getroffen. Und wisst ihr auch warum? Weil ich die jetzt einfach hier hinlegen kann und dadurch neue Wisps kriege. Wir hatten das schon mal, da habe ich es weggerollt. Das weiß ich noch. Deswegen weiß ich auch, dass wir das noch nicht hatten. Jedenfalls nicht eingesammelt. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Leider macht es natürlich auch so keinen Sinn, in den Shop zu gehen. Ne? Logo. Trotzdem, den Item Room werde ich hier jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Und ich werde auch die Bomben ziemlich offensiv einsetzen. Denn wir haben genug. Ja, ich weiß, dass da nichts war. Gib mir trotzdem einen Wisp. Stirb! Das sah oddly satisfying aus. Technology. Na gut. Gut. Bin ich einverstanden. Sage ich nicht nein zu. Weißt du was? Dir kann ich so viele Bomben eigentlich in den Rachen werfen. Vielleicht gibst du mir was. Ich habe nämlich genug. Okay. Sticky Bombs, alright, alright, alright. Auch hier natürlich sehr schön. Ich habe nur noch einen Schlüssel. Da habe ich noch einen. Okay, jetzt brauchen wir auch langsam wieder Schlüssel. Meine Todfeinde Schlüssel. Oh, ich dachte, ich werde getroffen. Ich dachte, ich werde getroffen. In die Ecke mit dir. Ah, was haben wir hier? Das sind keine Schlüssel. Das ist nicht mein Batman-Glas. Lois, Lois. Warte, warte. Oh, wir haben Perfection gedroppt. Cool, cool. Ich kann euch sagen, es wird diese Runs geben, wo ich Perfection auf jeden Fall mitnehme. Aber nicht jetzt.
Ja, klugerweise hätte ich nach einem Planetarium gucken können, weil es hätte da spawnen können. Ich habe aus Versehen Self-Damage gemacht. Glaube ich. Ja, gut. Habe ich halt Damage bekommen. Ist halt so, ne? Passiert. Nicht so wild. Mach. Auf. So. Bomben. Fast genauso useless. Okay, ist hier irgendjemand da, der mir Schlüssel geben könnte? Du vielleicht? Sehr aufdringlich. Okay. Na komm schon. Einer muss explodieren da unten. Dann gehen beide in die Luft. Hazard! Ich habe doch gerade irgendwo. Ah ja. Ich habe auch den Schlüssel gehört. Ruhig, Jungs. Ich habe das gehört. Kein Problem. 15? Yeah. Dann gib mir wenigstens einen Steam Sale. Dann fick dich doch wenigstens. Wie wär's denn damit? 10 Minuten. Blöd mit der Position des Eternal Hearts da, weil das ist leider nicht mal ansatzweise in der Nähe vom Shop. Vom Boss, meine ich. Aber das werde ich mir trotzdem holen. Nimm ich jetzt. Okay, dann ebenso. Achtung. Noch ist die Gefahr nicht gebannt. Ich kenne mich. Und dann laufe ich über Stacheln und dann ärgere ich mich, dass ich das verloren habe. Wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Ups, fast übersehen. Wir haben noch immer einen Schlüssel. Das ist gut. Denn wir haben noch den Item Room hier. Ja. Ja. Also natürlich, Bomben sind trotzdem gut, ne? Auch wenn ich wahrscheinlich erstmal mehr als genug habe. Knapp. Ich dachte, ich werde getroffen. Na komm, gib mir noch einen Pilz und dann ist alles gut. Wie wär's da? What the fuck? Okay, komm, wir haben lange keine Pillen mehr gefressen. One makes you larger. Einmal ist das okay. Ach. Na los. Ich bräuchte ein bisschen Damage, Jungs. Wie wär's? Deal? Da gehen wir rein. Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, wieso ich da gerade Damage genommen habe. Aber das wird mir noch häufiger passieren. Garantiere ich euch. Egal. Das ist halt mit TNT, also mit diesem Remote Detonator, absolut keine Seltenheit. Das passiert und das passiert häufig und das passiert auch regelmäßig. Deswegen kein gutes Item. Sobald ich ein Spacebar-Item finde, werde ich es ersetzen. Wenn ich denn eins finde. Ich glaube übrigens, im Planetarium gibt es, wenn ich jetzt recht überlege, kein Spacebar-Item. Ja, man merkt das schon, meinen nicht vorhandenen Damage aktuell. Ich muss danach wieder zurücklaufen, ne? Ja, ja. Na gut. Wir können mit Bomben aber angreifen, was sehr angenehm ist. One makes you larger, smaller. Ne. Ja, Stumpy wäre gut. Ja.
Agreed. Aber mit so vielen Bomben... Oh, guck mal, ich hätte fast meinen Eternal Hunter vergessen. Gott sei Dank habe ich nochmal auf die Map geguckt. Stellt euch vor, ich hätte jetzt Curse of the Unknown oder was auch immer das war. Das hätte ich definitiv nicht mehr mitgenommen. Auf keinen Fall. Cube Baby ist okay. Tears Down. Ja. Wir sind immer noch bei 21% Chance. Es kann auch passieren. Zwei Ebenen haben wir noch. Curse of Darkness. Okay, das ist nicht ganz so wild. Das ist zwar nicht schön, aber nicht ganz so wild. Seht ihr, was ich meinte mit fehlendem Damage? Genau, du machst schön zu. What the fuck? Mit null Schlüsseln? Ja, nee, dann lasse ich das, glaube ich. Ich und meine Schlüsselprobleme. Ha? Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwo muss ja auch mal was Gutes dran sein, oder? Da nicht. Speeddown ist natürlich hier super wichtig, damit ich bloß nicht von diesen Gegnern entkommen kann. Gut, dass ich das jetzt gerade noch gefressen habe. Gib mir Schlüssel. Da drinnen. Alright. Aber hey, wir haben immerhin... Da oben ist ja... Ach ja, stimmt, da kam ich nicht dran, glaube ich. Wir haben immerhin... Alubisps verloren. Holy shit, Mann. Naja, immerhin einen habe ich getroffen. Ich war mir nicht sicher, wenn ihr euch jetzt fragt, warum bist du denn da hochgelaufen? Ich dachte, vielleicht werde ich auch noch getroffen. So, machen wir das. Ganz easy. Wenn man das Ganze ein wenig ruhiger angeht, ist das so viel... Wow, angenehmer. So, und du kannst nicht viel machen, außer blöd gucken. Aber wisst ihr, ich brauche wirklich langsam irgendein Item, um irgendetwas zu machen. Ja, Technology ist jetzt nicht schlecht. Agreed. Aber ihr seht trotzdem, ich mache auch jetzt nicht sonderlich viel Damage bei ihm. Es dauert schon lange, normale Gegner zu töten. Dafür natürlich ziemlich cool. Chop! Alles nicht toll. Von mir aus. Dann donaten wir eben. Box of Friends hätten wir natürlich holen können. Aber ohne Companions. Naja. Es könnte sogar sein, dass die Wisps als Companions zählen. Aber selbst die wären es mir nicht wert. Wobei es natürlich ein anderes Spacebar-Item gewesen wäre. Bomben noch. Ich dachte ehrlicherweise, du würdest mir da einen Schlüssel hinlegen. Weißt du das? So. That's right. Das habt ihr genau richtig gesehen. Okay, ja, wenn ich Schlüssel hätte, könnte ich hier echt was machen, aber... Ja, gut, ich kann ein bisschen was machen. Eins, zwei, drei.
Ja, Little Chess war beim letzten Mal jetzt auch nicht so verkehrt. Ist aber... Oh, ja, ist da, ne? Ist jetzt auch nicht wirklich toll. Gib mir ein paar Pickups, aber das war's auch schon. Also auch wie beim letzten Mal schon gesagt, es gibt Besseres, es gibt Schlechteres. Wenn ich es finde, einfach so, dann bin ich froh, es zu haben, aber ich muss es nicht wirklich haben. Wisst ihr allerdings, was jetzt echt cool wäre? Nancy-Bombs mit so vielen Bomben. Wobei ich glaube, dass die Nancy-Bombs, also diese Glitterbomben, wie ich sie, glaube ich, beim letzten Mal genannt hatte, dafür sorgen, also nicht dafür sorgen, aber Moment. Ja, so würde ich sagen. Die, ja, schon. Range-Up, na klasse. Die können, glaube ich, nur 5-mal pro Floor Zeug geben. Also nicht unendlich viel. Wäre auch dann ziemlich OP. Nicht, dass Isaac damit jemals ein Problem gehabt hätte, dass Leute OP wären. Das Eisbaby ist übrigens auch so ein Baby, wo ich mir denke, ja, dich gibt's halt, ne? Das bin ich absolut selber schuld. Ich dachte nämlich wieder, dass... Hä? Waren da noch Gegner? Wieso seid denn ihr neu gespawnt? Das erklärt wahrscheinlich, warum er aufgehört hat, warum er noch weiter geschossen hat. Da kam bestimmt noch so ein Exec. Ach, das war super unlucky. Da habe ich nicht aufgepasst. Das habe ich verdient. Das habe ich verdient. Und mal wieder ein Curse of Darkness. Sehr Curse Rush heran. Diesmal. Auch den schiebe ich mir selbst in die Schuhe. Meine Idee war gut. Ihr versteht dich. I'm a genius. Aber die Gegner verstehen das nicht. I'm a genius. You don't understand. Ich dachte, ich lege eine Bombe und hau die einfach nach unten. Weißt du, treff die Gegner. Aber nee, ist nicht. Jemand hatte da etwas gegen. Meine Guts sagen mir, alles wird sich gleich zum Besseren wenden, nachdem wir da unten im Secret-Raum waren. Achtung, das nennt man Intuition. Fuck! Ich weiß jetzt schon, was ich mir wieder anhören kann. Auf der anderen Seite, der Shop wird definitiv verwendbar sein für uns. Ja, wir können rerollen. Ist okay. Wir können zwar nicht mehr donaten, aber wir können rerollen. Ich sehe übrigens nicht, was da ist. Danke. Nein, nicht gut. Übrigens ein ziemlich kack. Layout mit nur 2 Items. Ja. Restock, okay. Macht vielleicht noch Sinn. Charge Baby ist nicht toll. Bringt uns halt nichts. Ich nehme das jetzt einfach nur mit, auch wenn ich es nicht brauche. Weißt du was? Ich nehme das mit, das ist bestimmt lustig. Und das nehmen wir uns auch noch mit. So. Jetzt können wir nämlich Zeug hochheben. So. Warte, nicht so. So. Ach ja, richtig. Jetzt explodieren die ja wieder von selbst. Fuck, daneben geschmissen. Okay, ich kann kein Drive-By machen. Ich habe die ganze Zeit versucht, das Ding da hochzuheben. So geht's. Ja, da kannst du dich freuen. Was haben wir denn da? Empress. Emperor.
Könntest du sterben, ohne mir Damage zu machen? Du bist der beste Mann. Ah, guck mal, da habe ich schön meine ganzen Wisps unten gegen gehämmert. Damit ich dann noch rechtzeitig sterben kann. Übrigens, was lustig ist, ich kann dir in den Kopf klauen. Ich hätte euch gerne noch was Lustiges gezeigt. Vielleicht kommt... Ja, wahrscheinlich komme ich nicht mehr zu. Ich muss das leider jetzt einsammeln. Denn wir kommen aus dem Mahnfall ja natürlich nicht mehr raus. Und wenn ich jetzt Damage nehme, dann ist es halt so. Auch nicht so wild. Wir hatten aber noch nicht den Item Room, ne? Nee. Und eine Arcade könnte auch noch offen sein. Wow. Trollbomben. Ja, man kann diesen Hosts den Kopf klauen. Und was ich euch zeigen wollte, ich zeige es euch, wenn wir noch einen sehen sollten. Ja, an den ich halt drankomme, wohl logischerweise. Ich weiß nicht, ob ich an den drankomme. Mal gleich gucken. Ah, haben sie es gefixt? Ja. Vorher, man konnte den bis vor kurzem immer weiter den Kopf klauen. Also nicht nur einmal. Obviously ein Bug, aber war lustig. Also nicht den Kopf klauen, aber ihr wisst. Den Helm. Die Protection. What auch, whatever, Mann. Wusste bestimmt auch nicht jeder. Okay, ich hoffe, wir haben irgendwas da erwischt. Aber es sieht gerade nicht danach aus, wenn ich diese ganze Mini-Engel-Armee sehe, die da auf mich zufliegt. Aber schaut mal. Jetzt bräuchte ich halt ein bisschen mehr Damage. Alright. Ich kann es noch bekommen. Meine Hoffnung liegt auf dem Item Room. Okay. Ah ja, das war die One Makes You Larger. Gut. Damage ist mir relativ egal, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist mir tatsächlich recht gut. Eigentlich hochheben? Oh, wartet. Zählen die als Bombe? Ja, tun sie. Wusste ich auch noch nicht. Ich glaube, ich habe auch noch nie aktiv mit diesem Item gespielt, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das eigentlich gar nicht toll. Also, es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht gut. Ich habe es einfach auf meinem Kopf fallen lassen, okay? Da oben ist der Curse Room. Da gehen wir wahrscheinlich auch noch rein gleich. Holy shit, Mann, guck mal, ich krieg diese Gegner nicht kaputt. Ich glaube, einen habe ich gerade erwischt. Okay, besser. Gut. In der Arcade könnte eine Donation Machine sein. Ist es aber nicht. Schade. Perfekt. Da seht ihr es wieder, Kinder. Zocken zahlt sich immer aus. Du gehst schön in die Ecke. Leider haben wir übrigens wieder kein Planetarium gefunden. Wenn ich sage wieder, meine ich natürlich nicht den Run von gestern, sondern eher, dass wir wieder seit dem ersten Floor den alten Room weggelassen haben und leider nicht getroffen haben. Was Kredit ist, ist halt kein... Also das ist kein guter Run. Das ist absolut kein guter Run. Unless, nein. Kein guter Run. Aber, deswegen sagte ich ja, mir ist das Ziel recht egal. Ich wollte nach unten und da gehen wir auch hin. Und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir noch allzu viel erreichen werden. Immer so ein bisschen schade, wenn Maggie kein vernünftiges Item findet für... Ihr Buch. Ich kann mit diesem Ding hier einfach nicht zielen, Mann.
Es macht auch nicht mal den Damage, den es sollte. Also es geht, ne? Aber es ist jetzt auch nicht viel. Sollte vielleicht mehr Bomben legen. Wenn ich schon so viele habe. Ja, jetzt mach! Schön, wie ich mein Baby da oben übrigens hingekickt habe, wo ich nicht mehr dran komme. Ach. Wir nehmen Damage ab. Definitiv. Na komm. Dann halt so. Ja, jetzt guckst du blöd, ne? Jetzt guckst du blöd. Hallo? Oh. Wir haben aber... Ja. Das ist weird, die hochzuheben. Das ist aber diese Art von weird, die ich nicht erklären kann. Das, wenn man es nicht selber probiert hat. Es ist wieder soweit. Und da ist er. Eben noch drüber gesprochen. Schön. Weißt du was? Den Run habe ich quasi eh abgeschrieben. Nehmen wir das mit, just for the lulz. Just for the lulz. Speed down. Mhm. Wunderbar. It's one of those days, man. Wenn diese Gegner sich so schnell bewegen, traue ich mich auch nicht, irgendwas hochzuheben. Eigentlich ist Technology wirklich ein gutes... Also, ihr seht es ja auch. Ich glaube, ohne Technology wäre ich jetzt noch... Ach, wäre ich wahrscheinlich sogar schon tot. Aber... Bombs are key. Ja, okay. Fairerweise, so habe ich auf jeden Fall keine Probleme mehr mit Schlüsseln. Auch wenn ich die jetzt natürlich nicht mehr so brauche. Ja, einer von diesen Tagen. Alles im falschen Moment. Wie das da. There's no one to blame but me. Warte, ich muss das Eisbaby kicken. Stellt mal vor, ich hätte jetzt noch 99 Bomben. Wie gut das wäre. Und stellt mal vor, ich hätte diese Scheißpille nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass das trotzdem sinnvoll war, Kurt auf der Tower zu nehmen. Hilft mir zwar nicht, aber mit dem Loadout, was ich aktuell habe, mache ich auch nicht wirklich viel Damage. Von daher, vielleicht kann Kurt auf der Tower ja ein bisschen was machen. Mehr als mehr Damage, meine ich damit. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Denn sonst sind wir eh zum Scheitern verurteilt. Oh, das geht also nicht. Range down. Pretty fly. Range down. Telepilz. Weg mit uns. Telepilz. Klang sehr motivierend. The Tower. Heißt, der Curse of the Tower hilft nicht. Ich muss auf der Tower ziehen. Dafür ist es übrigens ziemlich lustig, muss ich zugeben. Ich habe gesehen, ich habe von irgendwas Damage bekommen, allerdings nicht von was, aber ich kann nur vermuten, dass es so ein Dip war. Ja, ist nicht gut.
Beste daraus machen können. Ach, wir sind noch nicht mal bei Mom. Komplett vergessen. Das wäre ja schlimm, wenn ich Mom noch nicht mal schaffen würde. Aber kann passieren. Kann passieren. Echt doof, dass ich da gerade Bombs Aki bekommen habe. Die Bomben waren eine super Alternative zum Angreifen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Kick ich halt das Baby. Ja, war ein Stück weit Absicht. In der Hoffnung, dass er erwischt wird. Ein Stück weit. Wenn es nicht passiert wäre, wäre ich natürlich auch nicht enttäuscht gewesen. Wow, jetzt machst du es mal. Health down. Super. Health up. Und Tears up. Und Shot Speed up. Vielleicht kannst du mich retten. Ich wüsste zwar nicht wie. Two of Hearts ist schon mal nicht schlecht. Two of Diamonds, falls ich noch mehr Geld brauche. Und den Joker. Vielleicht da. Joker. Crown of Light. Sehr starkes Item. Gebe ich zu. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Damage-Buff. Aber ich glaube, die ist nur aktiv, wenn ich Full Life bin. Und das bin ich aktuell nicht. Und wie ihr mittlerweile wisst, gibt es im Hard-Mode weniger Herzen. Deswegen ist das Ganze ziemlich schwierig, da dran zu kommen. Oder die zum Laufen zu bekommen. Aber wenn, dann wäre es cool. Ich weiß jetzt durch diesen Curse natürlich auch nicht, wo der Secret Room ist. Ne? Shiny Rock? Was? Ach, da unten liegt was. Weg mit dir. Kommen wir noch irgendwie an rote Herzen? Das wäre super hilfreich. Ich dachte ehrlicherweise auch, dass uns die Crown of Light voll heilt, aber da habe ich mich wohl vertan. Ganz offensichtlich. Ja, jetzt kriege ich die Schlüssel, wo ich... Ja, ein Little Chest könnte uns eventuell Herzen droppen. Das könnte noch klappen. Ach, geh doch bitte kaputt. Dankeschön. Kommt ihr nochmal raus? Ja. Wie schön jetzt Boonbänder wäre. Mensch, ich hab aber auch ein Glück mit den Herzen gerade. Jetzt habe ich so ein geiles Item gefunden, weißt du? Und kann damit einfach nichts anfangen. Buchstäblich nichts. Da, nimm mal den letzten Bomben. Vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen als ich. Speeddown. Oh, perfekt. Okay. Wir brauchen aber noch einen Full Heart. Ein rotes Herz noch. Denn bei Mom werde ich wahrscheinlich Damage kriegen. Das hilft leider nicht ganz. Ein halbes Herz bräuchten wir noch. Können wir das noch irgendwo herbekommen? Also ja, bestimmt in der Theorie. Weißt du was? Ich komme zu dir. Auch ein rotes Herz. Mir egal, wie du es machst. Dauert jetzt einen Augenblick, aber wenn ich noch Chancen auf irgendwas haben will, dann sollte ich die Crown of Light aktiv kriegen. Wir könnten hier gleich fertig sein. Aber du hast dich entschlossen, es nicht zu sein.
Come on, nur ein Herz. Ja, ich weiß, ich könnte ihn sprengen und das werde ich wahrscheinlich auch nachher noch. Aber solange ich Geld habe, werde ich versuchen, da das Herz zu bekommen. Weil wenn ich ihn sprenge und ich bekomme kein Herz, dann gucke ich blöd. Dankeschön, jetzt musst du trotzdem sterben. Einfach für deine Frechheit. Gut, wir sind bei Elf Attack. So, gucken wir mal. Wenn ich getroffen werde, dann ist es halt so. Wirklich halb so wild. Denn das ist nicht besonders toll. Und außerdem muss ich auch gleich schon los. Deswegen, lasst uns schauen, wie weit wir kommen. Ich wollte die Bombe legen. Hab vergessen, dass ich nicht mehr den Detonator habe. Alright, alright. Wir gehen runter. Wie gesagt, ich muss los. Ich mache jetzt den Speedrun-Mode. Wenn jetzt was passiert, dann ist gut. Und wenn nicht, dann halt nicht. Der High Priest. Zur Fahrt. Hätte ich mal anders verwenden sollen. Und das hat immer noch nicht gereicht. Eigentlich wollte ich das Ding hochheben und auf dich werfen. Ach ja. Tears down. Speed down. So kann's gehen, Kollege. Contract from below. Gucken wir mal. Nein. Wie gesagt, ich muss los, Leute. Deswegen nehmt mir das nicht. Ja. Es wäre wahrscheinlich eh nicht großartig weitergekommen. Leute, ich sage danke fürs Zuschauen bei The Binding of Isaac und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Trotzdem haben wir Moms Herz geschafft. Bye, bye.